Griechenland wählt, ganz Europa guckt noch. Zeiten sind River, wo Nationalwahlen rein national waren und der Rest von Europa nicht interessiert war. Wir hängen eh von dem anderen auf an Europa und dafür gucken wir zu Lützeburg und natürlich auch zu Brüssel am Europaparlament ganz genau, was dort zu Athen geschieht. Und das weist auch, es gibt sowohl die europäische Öffentlichkeit. Griechen haben gewählt, sie haben sich für einen Politikwechsel entschieden, da das Demokratie. Sie haben die traditionellen Parteien aufgewählt. Aus Enttäuschung über eine politische Klasse, die das Land an eine ganz schwere Situation herabgebracht hat. Vertrauen an Politik, da der Griechenland sowieso schon nicht ganz groß war, also um Nullpunkt gekommen. An so Zeiten haben selbstverständlich Populisten von allen Farben erboren, Hechkonjunktur. Besonders, wenn Probleme so erdrückend sind wie in Griechenland. Der Chômage liegt bei 25%, bei den Jungen unter 25 Jahren, also sogar als Zweiten ohne Job. Du hast am Gängen eine verlorene Generation rund zu uns. Die Staatsschulden liegen bei 320 Milliarden Euro. Das sind 180% vom nationalen Reichtum. Seit 2009 haben Griechen wegen der Krise an der Moyenne 30% von ihrem Abkommen angebeist. Das zerstört den sozialen und gesellschaftlichen Frieden an den Zusammenhalt. Allo haben Griechen die populistische Linksallianz Syriza von Alexis Tsipras gewählt, an der es um die Wahlen eine Koalition mit der rechtspopulistischen Partei von den Freien Griechen ergangen. Das überrascht mich am Anfang nicht, weil, wie ich es ja schon immer gesagt habe, Populisten von allen ideologischen Bohren schwätzen am Endeffekt dieselbe Spruch. Stärk sprich, das kann den Tsipras auf jeden Fall. Er muss hier weisen, ob er noch regieren kann. Und da geht es nicht nur zu fordern und zu versprechen, was er nicht anhalten kann, und zu verdelen, was er nicht tut. Da braucht Forderung an Realität abnehmen. An der Wunschzettel an Griechenland das lang. 2 Milliarden für ein soziales Direktprogramm, 4 Milliarden für neue Investitionen, 5 Milliarden für einen Beschäftigungsplan, den 300.000 neue Arbeitsplätze schaffen soll. Dabei kommen Kröschgeld für Rentner, mehr Suche für Funktionäre, mehr hohe Mindestlohn und bei einem schon abgebauschten Staatsapparat noch weiter Posten ab Pösterchen, besonders für politische Mitläufer. Da käme dann an dem Fall für Griechenland gelehen, wenn er Tauschen von den Schulden, also 160 Milliarden Euro, einfach eliminieren. Aber wie soll das da bezahlen? Den europäischen Steuerzahler vielleicht? Ich meine nicht, dass ein Schuldenschnitt will. Die gibt Eislötzebüer zum Beispiel 440 Millionen Euro kosten. Und die müsste man auf einer anderen Platz dann ausspuren. Der Chef vom Eurogrupp, Dijsselbloem, der Chef von der Kommission, Juncker, und auch Christine Lagarde vom Internationalen Währungsfonds, haben meinten nur der griechischen Wahl zu Brüssel nach einmal ganz klar gesagt, mehr haben als Regeln. Und die Regeln müssen sich halten, auch die neue griechische Regierung. Es kann an der kein einseitiges Zugeständnis ergehen. Andere Länder haben nämlich auch Batter gelitten und die haben die notwendigen Reformen gemacht. Die sind nur auf einem stabilen Kurs. Spanien, Portugal, Irland. Auch die baltischen Staaten haben gewissen, dass Strukturreformen einen wirtschaftlichen Ausgleich bringen. Die Richtung gilt, weiter zu unterstützen. Solidarität für Solidität, Reformen für stabile Staatsfinanzen. An linksextremer, an rechtspopulistischer Kreise überall in Europa geht Victoire von Syriza als Hoffnung für Europa Richtungswechsel gefeiert. Ist das dann noch wirklich so?
Ich bin der Meinung, dass die Hoffnung wird enttäuscht gehen. Es kann ich nämlich nicht unter wirtschaftlicher Realität Land regieren. Wir brauchen alle guten Arbeitsplätze. An die schaffen die nicht mit Subsidien, mit Konkurrenzfähigkeit, mit Arbeit, mit Investitionen. An das ist und bleibt die Hauptaufgabe von einer verantwortungsbewussten Politik, für das aufzusichern. Dabei kennt das Gerechtigkeit in Europa viele Facetten hat. Ich gebe euch ein Beispiel. Wie soll in dem Rentner an der Slowakei erklären, dass hier Regierung mit Steuergeldern riecht steht, für das griechische Renten geheischt gehen, Pensionen von den eigenen Leuten an der Slowakei aber gekürzt müssen gehen, und zwar auf einem Niveau, den erinnert dem von den griechischen Leuten. Die versteht, dass das nicht geht. Das geht politisch nicht, aber das geht auch nicht, was Gerechtigkeitsgefühl von den Leuten überlangt. Solidarität, ja, aber mit Verstand. Und nicht zum Nulltarif. Die neue griechische Regierung will am Euro bleiben, so wie die Majorität von der griechischen Population übrigens auch. Auch Europa will, dass Griechenland am Euro bleibt. Der Premier Tsipras wird sich die Realität stellen und rhetorisch aufrichten müssen. Den 21. Februar läuft nämlich das zweite Hilfsprogramm für Griechenland aus. Was kein Sohn aus Europa mehr kommen, da können Paye nach Griechenland nicht mehr bezahlt gehen. Die Staatskäse sind nämlich völlig eitel. Europa guckt gespannt, ob Zusammenarbeit mit der neuen griechischen Regierung. Die Zusammenarbeit soll von Respekt und Vertrauen geprägt sein, sowohl bei uns wie in Griechenland.